Wenn der Arbeitgeber die Möglichkeit eines Zeitwertkontos anbietet, gibt es auf Arbeitnehmerseite verschiedene Gründe, sich hieran zu beteiligen. Welcher Arbeitnehmer möchte schon bis 65 oder gar 67 Jahre arbeiten? Viele werden es auch gar nicht können. Da ist es doch schön, früher schon in Rente zu gehen, ohne Rentenabschläge hinnehmen zu müssen. Stefan Germeyer, Leiter der Abteilung Controlling bei Complan & Service in Viernheim, sieht Deka-Zeitwertkonten als einen sinnvollen Baustein der Altersvorsorge. Anfangs, muss ich eingestehen, wusste ich gar nicht, wie das Konzept funktioniert. Und später, als es dann erläutert wurde, dann wurde es mir eigentlich klar, welche Vorteile eigentlich dieses Konzept bietet und welche Flexibilität damit auch gegeben ist. Bei einem Zeitwertkonto bringt der Arbeitnehmer während seiner aktiven Beschäftigungsphase Zeit oder Geld in dieses Konto ein. In Absprache mit seinem Arbeitgeber können dies beispielsweise Überstunden, ein Teil seines laufenden Gehalts oder Sonderzahlungen sein. Er verzichtet also auf einen Teil seiner Entlohnung und muss zu diesem Zeitpunkt auch keine Steuern und Sozialabgaben hierfür zahlen. Die Einzahlungen werden in Deka Investmentfonds angelegt. Sobald der Topf groß genug ist, nimmt sich der Arbeitnehmer in Abstimmung mit seinem Arbeitgeber seine wohlverdiente freie Zeit. Erst jetzt, in der Freistellungsphase, werden Steuern sowie Sozialabgaben fällig. Der Arbeitnehmer erhält während dieser Phase weiterhin seinen Lohn aus dem angesparten Zeitwertkonto. Er ist natürlich weiterhin beim Arbeitgeber angestellt. Gerade deswegen kann er diese freie Zeit auch etwas mehr genießen. Das Produkt ist sehr flexibel und das ist auch eines der Vorteile dieses Kontos. Ich selbst kann meinen Arbeitsplatz flexibel gestalten. Ich persönlich habe an diesem Arbeitszeitkonto teilgenommen oder ich nutze es dafür, um vorher in Ruhestand zu gehen. Und zwar nicht als eigentliche Rente oder als Rentenvorsorge, sondern für die Vorrente sozusagen. Weil ich persönlich der Meinung bin, dass bei meinem Alter definitiv eine 7 davor stehen wird, bevor ich in Rente gehen kann. Und ich möchte persönlich nicht so lange arbeiten, weil ich noch etwas von meiner Vorrente oder von meinem Leben genießen möchte. Ich kann dieses Arbeitszeitkonto meinen Kollegen jederzeit empfehlen. Wenn wir drüber sprechen, habe ich auch denen die Vorteile erläutert und welche meine Vorteile sind. Und kann auch das, wie gesagt, nur den Kollegen empfehlen, weil es jeder individuell nutzen kann. Für Jessica Willis von Complan & Service liegen die Vorteile des Anlagekonzepts auf der Hand. Was kann ich für Sie tun? Also mir hat bei der Vorstellung des Konzepts im Allgemeinen gefallen, dass man sehr flexibel sein kann. Das heißt unter anderem die Beiträge, die man einbezahlt, dass man da frei wählen kann, wie hoch der Betrag ist. Vor allem, dass man auch mal sagen kann, man kann seine Überstunden einbezahlen oder mal Einmalzahlungen, dass die erfolgen können. Das hat mir sehr gefallen. Ja, also klar, im Alter wünsche ich mir natürlich, dass ich eventuell vielleicht mal die Möglichkeit gebe, früher in Rente zu gehen. Dass man mal sagt, man erfüllt sich dann einige Wünsche. Das heißt unter anderem vielleicht auch mal eine schöne Reise, Weltreise vielleicht. Dass man halt auch diese Flexibilität, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass das vom Arbeitgeber überhaupt mal angeboten wird in den Firmen. Vor allem, wie schon gesagt, Rente ist halt schon ein großes Thema. Und ich denke, das betrifft eigentlich jeden, weil man nicht weiß, was in 40 Jahren wirklich damit ist mit dem Thema Rente. Und von daher finde ich das recht super von der Firma, dass die das uns angeboten haben. Auch die Beschäftigten der Stadt Heppenheim nehmen aus den unterschiedlichsten Gründen am Zeitwertkonto teil. Lydia Wurber, Leiterin der Stadtkasse Heppenheim, sieht in den Zeitwertkonten eine ideale Lösung für ihre Arbeitssituation. Also meine Beweggründe sind folgende. Ich habe ein hohes Arbeitspensum und eine hohe Arbeitsbelastung und es wäre kontraproduktiv, wenn ich jetzt Überstunden abfeiern würde, weil es fließt halt auch sehr viel Erfahrung in die Arbeit ein und ich ziehe momentan auch junges Personal hoch und von daher ist sehr vorteilhaft, dass mir die Gelegenheit gegeben wird, an diesem Lebensarbeitszeitkonto teilzunehmen. So dass es eine Win-Win-Situation aus meiner Sicht darstellt. Ich bringe die Leistung und irgendwann kann ich mir auch davon was wieder nehmen. So, und dann habe ich mir vorgestellt, also wenn man über 60 ist, dass man dann halt auch so weit ist, dass man sagt, wir könnten einen längeren Zeitraum im Süden verbringen, wie zum Beispiel in Spanien. Ich habe da einen Bezug dazu. Ich bin Halbspanierin und von daher kann ich mir auch einen längeren Aufenthalt dort vorstellen. Ein Zeitwertkonto bringt also viele Vorteile für einen Arbeitnehmer.
Bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mehr Flexibilität in der Lebensplanung. Vermeidung von Beitragslücken in der gesetzlichen Rente, da während der Freistellungsphase Sozialversicherungsbeiträge geleistet werden. Steuer- und sozialversicherungsfreies Sparen, denn während des Aufbaus des Wertguthabens fallen weder Steuern noch Sozialabgaben an. Freie Vererbbarkeit der Wertguthaben. Das Wertguthaben ist vor der Insolvenz des Arbeitgebers geschützt. Übertragung des Wertguthabens für den Fall des Ausscheidens möglich. Machen Sie mit und investieren Sie in Ihre freie Zeit.